Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf dem Kanal. Ich habe mich für A Plague Tale: Innocence entschieden. Das war nämlich im August Humble Bundle mit dabei. Und so wie der Zufall das will, es spielt sich genau gleich wie die Kiveri, nach gleichem Spielprinzip, was ist eigentlich mehr ein interaktiver Film. Und wir sind hier im Mittelalter und wir haben die Pest, glaube ich zumindest. Und habe richtig Bock drauf. Eventuell schaue ich mir dann auch den Nachfolger an, der noch das Jahr kommen soll. So, aber ich würde sagen, fangen wir mal an. Das erste Kapitel habe ich schon gespielt, einfach zum Testen. Und wir sind jetzt hier leerer Spielstand, bestätigen. Und ich empfehle euch, dass ihr Kopfhörer verwendet für den geilen Soundtrack. Los geht's. Erbe der Deruns. Trödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. So, und jetzt dürfen wir auch Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Ja, jetzt dürfen wir uns ja zum ersten Mal hier bewegen. Und wenn das Spiel im Jahr 2019 rauskommen ist, sieht es richtig hübsch aus. Und wieder so viele Details. Und ich finde es witzig, dass das ganze Spiel von Asobo gemacht worden ist. Wie wir es ja jetzt den Microsoft Flight Simulator machen. Oh, na süßes Hundi. Oh. Okay. Gibt es hier hinten vielleicht was? Ja, ein bisschen umgucken, bevor wir hier weitergehen. Ah, mega cool. Es hat schon was, jetzt im Mittelalter zu sein. Also ich freue mich schon auf alles das, was wir hier noch sehen werden. Aber nicht auf den Horror-Aspekt. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass Wieso uns denn? Oh. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Ach, der war echt ein schöner Ort dafür. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Ah ja, die Schleuder wird noch unsere Hauptwaffe werden. Also dann. Aber das werden wir dann eh gleich sehen. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Boah, seht euch mal an, wie schön es aussieht. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Alles klar, machen wir das mal. Das kriegen wir doch schon hin. Bereit. Sag mal, 6 von 6 Steine. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm.
Von dort wirst du schießen. So soll es sein. So, und jetzt. Dann mal los. Los geht's. Wir haben hier ein Auto-Aiming drin. Also sobald wir hier etwas haben, auf was wir schießen können, dann aimt er da selber hin. Also man ist hier schon sehr gefühlt. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9. Da. Und alle. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Dankeschön. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Du kommst ja gar nicht nach. Der bleibt einfach stehen. Okay, aber bezüglich der Schleuder, ich weiß nicht, ob es da einen Silencer für sowas gibt. Okay, also meine Freude-Animation, an der muss ich noch ein bisschen arbeiten. Leon, warte auf mich! Ich liebe die Musik in solchen Spielen. Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Ja, da ist was dran. Wo ist der hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Ja, wir haben aber keine Waffe. Ja. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. So, und hier wird quasi die Schleich- und Tarnmechanik erklärt. Also hier im Gras das ist meine Chance. Sieht uns keiner. Also mindestens, wenn wir uns nicht blöd anstellen. Und jetzt schauen wir mal. Oh, bist gerade beim ersten Mal. Ah, shit. Ziel auf seinen Kopf. Ja, das versuche ich ja auch zu machen. Und das ist so quasi die Awareness-Anzeige. Also rot hat uns gesehen und weiß. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Heißt quasi, sie sind noch am Suchen. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Ich ja. Okay, hat funktioniert. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Oh, und da wird es auch schon düster. Kommst du auch ein schönes Stück? Das geh jetzt mal den Weg. Es blutet. Komm, nur mit dir. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oh. Das so sieht mal sehr lecker aus. Das wird Ärger geben. Ja gut. Für sowas hat es ja dann den Dienstmarkt, oder nicht? Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Ja, es sieht ein bisschen zerstört aus hier. Ganz... Das ach du Scheiße. Ist das Wildschwein? Aber Leon war das bestimmt nicht. Zumindest nicht Leon, in der kurzen Zeit. Komm her! Leon! Leon! Ich bin hier! Ich komme! Leon! Wer war das? Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Leon. Sofort. Ja, und das war der Prolog zum Spiel. Und im Gegensatz zu der Quarry fängt der Horror recht früh an.
Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Ja, das tut schon sehr weh, wenn man sein Haustier verliert. Und das ist quasi unser Anwesen hier. Und da werden wir uns erstmal ein bisschen umschauen. Ja, Pferdestall. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. So, dann wollen wir hier mal raufgehen. Es macht Sinn, zum Beispiel wegen dem hier, dass wir hier ein bisschen rumgucken für... Ich habe dich überall gesucht. Dass wir hier die Collectibles finden. Drücke I. Machen wir das mal. Mega hat diese Terrakotta-Pfeife für ihre erste Jagd von ihrem Vater geschenkt bekommen. Pfeifen wurden schon von unseren Vorfahren als Instrumente und Spielzeuge verwendet. So ermöglichen sie zum Beispiel auf der Jagd, aber auch in Kriegszeiten, das Koordinieren von Aktionen größerer Gruppen. Ja, da kriegen wir noch ein bisschen was beigebracht von der Zeit. Also für einen Tag oder zweimal ins alte Mittelalter. Das wäre mal was. Oh, wir haben sogar Bienen. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Ja, aber gut, ich brauche Steine. Hier hinten gibt es nichts mehr. Gut, ich habe einen Stein. Ah, da vorne sind Steine. Södele. Krieg ich da was Besonderes, wenn ich das jetzt alles abschieße? Eins noch. Jetzt habe ich nichts mehr. Na egal. Ah, da wird die das Holz gelagert. Müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle Nö. Sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Und der Hofschmied. Und warum ist aber noch nett hier? Da andere Leute beißen. Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Ja, auch Ausruf gehört dazu. Und die Hofschweine. Mit XXL-Klöten. gibt es hier irgendwas hier drin? Ja, können auf der anderen Seite raus. Aber hier hinten ist nichts. Okay, gehen wir wieder mal da rein. Alter. Die sind aber gut drauf. Ah, schön hier. Horatius Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Und sogar eine eigene Kirche. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Oh. Also ich mal alleine unter Innenhof. Oh, schaut euch das an. Ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Ja, immer gerne. Wow, was für ein schönes Anwesen. Moinsen. Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Nee, glaube ich auch nicht. Wow, und wie das da so drüber wachst. Ah, gefällt mir, gefällt mir. Würde ich auch einziehen. Hä, warum machst du jetzt die Tür zu? Das ist so Empfangsbereich oder sowas. Schauen wir jetzt erstmal hier lang.
Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, ja, ich glaube... Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, glaub, guten Tag. Hallo. Lass mich doch auch mal quatschen. Ich glaube nicht, dass es Vampire sind, aber klar. So, und sowas hat man natürlich damals gedacht. Ein Haufen Äpfel, Brot. So die schöne Halle. Oh, geil. Das heißt, hier müsste danach irgendwo die Küche sein. Sowas wie ein Waschraum. Da können wir auch wieder nach oben gehen. Das ist super natürlich. Ah, seht ihr, da hinten ist wieder was. Habe ich doch gewusst. Zimt. Gewürze. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Oh ja, Zimt mag ich auch. Aber muss jetzt zwingend bei jedem Gericht drauf sein. Und die Küche. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Okay, dann gehen wir mal zu der Mutter. Die ist auf der anderen Seite. Ich bin da bewusst zuerst mal hier reingegangen, weil wir das gleich nicht mehr machen können. Einfach nur, dass man in Ruhe anschauen kann. So, ab nach oben zu den Schlafzimmern. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat, möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal zuerst. Ist das... Ah, da. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es... Ach, Leon. Oh. Was soll ich ohne dich nur machen? Oh, schönes Zimmer hast du da. Gefällt mir's. Mit eigener Feuerstelle. Was haben wir hier hinten? Nur ein zweites Zimmer. Vermutlich für die Eltern? Oder das zweite Kinderzimmer? So, gehen wir mal zur Mutti. Bring ja mal die frohe Kunde. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht Schließ hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. So, dann machen wir das mal, was sie gesagt haben. Gehen wir hier rein. Mutters Zimmer. Studierzimmer. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Also Hugo, unser kleiner Bruder, der ist erkrankt, aber wir wissen noch nicht... Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Ich glaube nicht unser leiblicher Bruder, aber wir wissen halt nur nicht, an was er erkrankt ist. Hallo. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon.
Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Okay. Wir haben gerade unseren Vater verloren. Was ist denn? Durch die Typen. Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Okay, stell hier raus. Halt die Knappe. Ja, die Inquisition sucht unseren kleinen Bruder, aus welchem Grund auch immer. Komm schon. Holy shit. Ja, und deswegen habe ich mich vorher so umgeschaut, weil eben genau das passiert. Und wir jetzt nicht wirklich noch Zeit haben dafür. Was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott. Luis. Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Alter, die haben dir auch gar nichts getan. Alter, ich hab mal Shit. Wir müssen weiter. Nein. Nein. Alter. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich. Und naja, jetzt wieder einfach geile Musik zur Untermalung. Das ist deine letzte Chance. Aber es ist brutal. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Vermutlich mit der Pest, was dann später kommt, haben wir auch irgendwas zu tun. Sonst würden die doch nicht hier alles auf den Kopf stellen hier. Haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Raus? Oh, Kinder. Also doch leiblicher Bruder, aber warum kennt sie ihn doch nicht so gut? Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? So, und in dem Part bei der Flucht. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand. Da geht's jetzt gerade. Also der Hugo ist quasi noch ein sehr interessanter Part, mit dem wir noch diverse Sachen machen müssen. Sie sind überall. Wie zum Beispiel ihn vorschicken. Durch das weil er nur doch. Wartet, Mama! Also bleiben wir kurz stehen, weil sonst reden sie die ganze Zeit. Es gibt dann so Parts, wo wir zum Beispiel ihn zurücklassen müssen, damit wir die Wachen ablenken etc. Das wird jetzt, kommt jetzt hier danach gleich noch vor. Teilweise müssen wir ihn auch vorschicken und spielmechanisch sehr interessant. Das sieht die Wache natürlich jetzt überhaupt nicht, dass wir hier so rumschleichen. Hey, ich hab noch einen. Schöner Garten. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Puh, mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Nein, bitte. Maul halten, beweg dich. Hat geklappt. Shh, versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Alter, schau mal. Hör zu,
Ich gebe dir Bedenkzeit. Felix ist nicht umgebracht. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Oh, hier könnte man voll die geile Grillparty machen. Bastard! Oh, Feigling! Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Robert der Ruhm ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht! Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Okay. Also jetzt hier die zweite Mechanik. Ich kann es natürlich auch ohne der Schleuder machen. Geht natürlich nicht so weit. Dieses Geräusch. Gut, das gehen wir. Von da drüben. Immer noch gespannt, inwiefern wir das dann später noch einsetzen werden. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm... Gehen wir. Ich sehe nach. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Sieht aus wie ein Mensch mit Waffe. Ein bisschen Mensch in dem Falle, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Gute Neuigkeit. Dieses Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Oh, jetzt fängt zum Regnen an. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite. Das ist genau so ein Part, Mutter, wo wir unseren Kleinen jetzt immer nach vorne schicken müssen. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Okay. Dann machen wir bitte die Tür auf. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Warte. Autsch. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Das hier... Soll das so Apfelbäume sein? Kommt mit. Folgt mir. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist ich habe jetzt aber auch einfach nur die Leertaste gedrückt. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo. Das wird noch so zum Problem werden. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Warum kann ich mir jetzt nicht mehr umsehen? Ah, okay. Du kannst herkommen. Ja. Wow, hä? Wow, wow. So, einmal drüber bitte. Hopp, so geht das. Danke. Ah, ihr verpasst übrigens links unten jetzt nichts. Das, was ich überblende. Ist das zu gefährlich. Er ist langsamer nur als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Das ist eigentlich nur die Sanduhr die meiste Zeit. Beziehungsweise da steht dann Y, um quasi Hugo da zu lassen oder halt hier zu rufen. Und jetzt sagt immer Y, dass die beiden hier bleiben sollen. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Da drüben hat also, sich was bewegt. Das war jetzt... keine Absicht. Oh, scheiße. Hab ich jetzt verkackt. No. Gib bitte nicht hier rein. Oh, no. Komm, geh wieder weg.
Geh weg. Sehr gut. Los, also, die beiden sollen jetzt mal zu mir herkommen. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Okay. Komm, lauf mal wieder deinen Weg und dann wieder retour. Brauchen Zeit. Ich muss ihnen Bescheid geben. Sehr gut. Psst, kommt her. Wir kommen. Sollte mehr als genug Zeit sein. Los, beeilt euch. Kommt rüber. Meine Kleine ist sogar schneller. Gut gemacht. Sehr gut. Und weg hier. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Genau. Überlass das mir. Was zur Hölle war das? Das war nur ein Stein. War nicht beachten. Wobei, doch, in dem Fall schon beachten. Ah, dann dreh dich wieder um. Mal kurz an der Nase kratzen. Ah. Geh schon. Sicher. Mal los. Na los. Und weg. Was ist das hier mal gewesen? Ihr lebt! Hier entlang! Hier entlang! Folgt mir! Mein Schatz! Los, versteck dich! Schnell! Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt, folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Ja, und damit sind wir offiziell weisen. Leider. Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Alter, das ist ja der ganze Armee hier gewesen. Bestimmt ganz natürlich, was da mit dem Boden passiert. Amicia, wir müssen zu Hof und Mama suchen. Das geht nicht. Sie dürfen uns nicht stoppen. Holy shit. Wo sollen wir nur hin? Aber geil gemacht, das Tele. Irgendwas ist da am Boden, Amicia. Werden wir sterben? Nein, wir müssen sie loswerden. Oh nein, sie sind überall. Und das war das erste Kapitel von, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel hier es hat, aber ich glaube schon noch. Und weiter geht's mit Kapitel 2, die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo?
Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Ja, und wie es weitergeht im Kapitel 2, sehen wir dann in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Bis denn dann, euer Bravura. Tschüss.